Achtung, die kommen alle aus nach vorne. Wir gehen den ganzen Faschungsscheiß, der da draußen rumläuft. Egal wo, immer aufs Maul. Ich habe ja eine Fanfrage für euch, ne? Ob ihr auch so coole Motherfucker seid, wie ihr auf der Bühne auch immer so tut, privat. Ich glaube, privat sind wir ziemlich untypisch so. Also passen gar nicht irgendein Klischee oder so, sind einfach so, wie wir sind, keine Ahnung, wir sind gar nicht überhaupt nicht hart oder so. Das sieht man ja schon daran, wie er lacht und so. Nee, also, keine Ahnung. Privat sind wir ganz bestimmt nicht hart. Alle Berlin, was du? Was haltet ihr denn von diesem Violet Dancing? Macht ihr das selber, wenn ihr auf Konzerte geht? Gibt es da irgendwelche No-Gos, wo ihr selber auf der Bühne steht und sagt so, sorry, aber das geht gerade gar nicht? Wir selber, früher habe ich es mal gemacht, irgendwann mit 15 oder so. Irgendwann habe ich dann aufgehört. Und ja, No-Gos, ich denke mal, man sollte schon immer aufeinander aufpassen, auf jeden Fall. Man soll sich nicht wehtun und so. Generell finde ich, ist das ein heikles Thema, weil ganz einfach immer viele denken, boah, diese Musik, da wird auf Konzerten so hart getanzt, das ist voll scheiße und asozial. Das mag teilweise so sein, aber im Großen und Ganzen finde ich einfach, soll einfach Spaß gehabt. Also man soll Spaß haben, egal wie, ob man als ein Paul zum Home schlägt oder von mir aus jetzt Violent Dancing oder Unviolent Dancing. Ja, es soll einfach gute, coole Party sein. Und keine Ahnung, ich finde es halt immer schade, dass sowas dann speziell mit dieser Beatdown-Sache in Verbindung gebracht wird und so. Dass dann man immer sagt, ja, ich gehe jetzt auf ein Beatdown-Konzert, boah, nee, da komme ich nicht mit. Da muss ich ja ins Krankenhaus oder so, ne? What do you think of a violet dancing? I don't care if people enjoy to dance like they dance. I think the most important thing is respect between the people. There are some parts in Germany where they become crazy, but all the guys become crazy in the same time. For the people who don't know violent dancing, sure that the first time it's really a little bit make you afraid or think that all the people are crazy, but just for the fun, and a lot of people have respect. If they fist you on the face, they don't fist you to make you knock out. Normally they have respect, and the people who dance know each one, and they are a real pit with friendship too. Just more explosion, and it's better for the people too to explode and feel free. And I think if we do violent music like this, it's to explode and chill after. It's just music for explosion and aggressivity and stuff for this, and not violence, to be tough guy or if shit like racism and violence, stuff like this. It's for me one way to calm humanity and find a good feeling to deal like this. So hot on the stage. Which kind of music you hear in your private life? Michael Jackson. Body Count. Every show, yes, the two CD for Michael Jackson and Body Count. Und Xavier Nadu und Akeli und Aiken.
Oh. Also ich höre sehr, wir generell hören eigentlich, ich höre sehr viel R&B, Hip-Hop, teilweise Techno, ruhigere Sachen, ich sehr viel Balladenkram, Ryan Adams, auch schon mal hier und da Hardcore-Kram, aber ich habe lieber eingängige Sachen, die man schön mitziehen kann. Und du? Wir hören dasselbe, also alles. Okay. Also weniger als Hardcore, also wenn wir zu Hause sind, nach der Schule, nach der Arbeit, dann schon mal ein bisschen abschalten, wenn ich dann noch irgendwie Hardcore oder so, dann drehe ich total am Rad. Aber ne, einfach alles. R. Kelly ist der Beste. Du bist ja jetzt neu dabei. Ja. Bist ja im Gegensatz zu den Herren schon eventuell vielleicht 2-3 Jahre älter. Ich bin genauso alt wie Lido. Also wir sind okay. Du bist ein More YMC. Vielleicht habe ich mich nicht ganz so gut gehalten. Mega. Kein Problem. Aber was hörst du denn für Musik, wenn du zu Hause bist? Ich höre eigentlich auch querbeet, halt auch Hip-Hop und Sonstiges, aber ich höre auch eine Menge Oldschool-Hardcore und sowas, weil ich halt bis vor kurzem auch selber noch sowas gemacht habe und höre ich immer noch gerne, so Sachen wie Death Threat oder auch Chromax und alles Mögliche, aber das ist jetzt nicht das, das mein Leben bestimmen würde oder so. Also man kann sich ja auch nicht den ganzen Tag nur Knüppelmusik anhören, also da muss schon auch ein bisschen was Entspanntes bei sein. Denkt ihr, dass Hardcore ist something what you like or what you wear outside? Also ich trage das nur außen. Ich mache das eigentlich wirklich nur, weil ich mir dachte, immer da kommst du super rüber auf Bühne und kann vielleicht was verkaufen. Er lügt. Das ist nicht die Wahrheit, was er sagt. Nee, also ich kann über ihn sagen, dass er auf jeden Fall schon mit 15 Hardcore-Konzert veranstaltet und so. Und, ja, und zum Thema generell finde ich so, das hat er im Laufe der letzten Jahre auf jeden Fall abgenommen. Ich denke, früher war Hardcore-Szene was ganz anderes als das, was heute ist. Heute hat man in den wenigsten Fällen noch die Hardcore-Szene an sich, die es mal früher gab. Und kann man einfach nicht vergleichen. Ich denke, heute vor allem die jüngeren Leute, das hat schon immer mehr mit Mode und dem ganzen Kram zu tun. Ich finde halt, heutzutage ist einfach alles ein bisschen größer geworden. Ich denke schon, dass es viele gibt, die, ja, das ist halt auch schwer zu urteilen, wenn man selber schon irgendwie lange dabei ist. Viele sagen, hey, boah, die ganzen New Jacks oder wie das heißt, die haben alle keinen Plan und so weiter. Und manche ekeln die auch im Prinzip wieder raus. So, ich meine, auch wenn im Prinzip jemand ankommt und ich denke mir, oh, Alter, du kannst einen Stempel aufdrücken, der hört Oldschool, der hört Metalcore, der hört Deathcore, der hört Beatdown. Ist ja im Prinzip heutzutage im Prinzip auch schon so plakettenmäßig. Ist im Prinzip schon wie eine Masse, die da reinkommt. Und ja, was wollte ich sagen? Jetzt ist das schon wieder soweit. Enjoy the same energy. Aber ich denke mir halt im Prinzip, dass vielleicht ist in dem Alter so, also viele, vielleicht ist denen viel um Äußerlichkeit, vielleicht bleiben die nicht, aber ich denke, dass man manche schon noch berühren kann mit Text und allem drum und dran. Also, das ist mir halt im Prinzip das Wichtigste. Das war halt auch damals im Prinzip, wo man in das Ganze reingekommen ist, finde ich. Also ich habe das im Prinzip für mich aufgesaugt. Ich meine, irgendwann fängt man nicht mal immer zu diskutieren, will einem seine Meinung aufdrücken, aber ich finde es halt ein super Ausweis. Ich denke, dass es halt wert ist, wenn ein paar das aufnehmen, checken, vielleicht dabei bleiben oder das einfach in ihr Leben mit aufnehmen, dass man dann schon ganz gut was erreicht hat. Und da geht es mir eigentlich hauptsächlich drum. Ich denke, heutzutage ist alles halt generell was größer geworden. Viele sagen, das ist scheiße, da sind noch Idioten auf Konzerten. Andererseits finde ich das für uns als Band ist das halt eigentlich auch ganz geil, weil du hast viel mehr, wie nennt man das, Reputation? Oder so. Ja, Reputation hat man halt viel mehr. Mehr Leute kommen auf Konzerte, man kann auch hier und da ein bisschen mehr Merchandise verkaufen, vielleicht mal investieren in die Band oder so, da muss nicht nur selber reinbuttern. Go, go, go!